Heute Morgen hat zwischen der FDP und der SVP eine erste Sitzung stattgefunden. Heute Abend wird die FDP dann definitiv entscheiden, wie man im zweiten Wahlgang weiterfährt. Die SVP wird den Entscheid über das weitere Vorgehen erst morgen fällen. Klar ist seit heute, dass der Thomas Minder definitiv im Rennen bleibt. Heute am Nachmittag hat er an einer Pressekonferenz verkündet, dass er mit allen Mitteln um den noch freien Sitz im Stöckli kämpfen wird. Noel Guidon hat ihn für ein kurzes Interview getroffen. Ja, ich trete an. Ich bin hochmotiviert für den zweiten Wahlgang. Ich hoffe, dass die Stimmbürger mir auch im zweiten Wahlgang nochmal die Stimme geben, von links bis rechts. Ich spreche, glaube ich, wirklich ein breites Spektrum an von Wählern, von Schaffhauser Wählern. Auch mit einer Parteilosen. Ich bin parteilos, bin unabhängig, bin nicht im Lobbyistentum drin. Kann durch da Themen ganz anders ansprechen, direkter, ungefilterter ansprechen, als vielleicht jemand, der in einer politischen Partei ist. Sie sind gestern bei der SVP-Wahl 4 gewesen. Erhoffen Sie sich SVP-Stimmen oder die Unterstützung der Partei? Ich bin dort gelesen, jawohl, das ist richtig. Als ich gehört habe, dass der Heidegger da auch geht, bin ich gelesen. Er hat das Wort ergriffen, das war nicht ganz richtig. Ich war Gast an diesem Abend und ich habe das Wort nicht ergriffen, aber ich wollte hören, wo geht die Partei durch im zweiten Wahlgang. Aber Sie wollen die Unterstützung von der SVP? Ja, da würde mich freuen, wenn die SVP mich unterstützen würde. Und sie müssten eigentlich eine neue Beurteilung vornehmen oder mindestens ein Hearing machen. Ich bin ja nie angelost worden von dieser Parteispitze. Man müsste eigentlich die Karten neu mischen und sowohl der Heidegger oder auch noch ein linker Kandidat oder der Thomas Minder ein neues Hearing machen, neu anhören und einen neuen Entscheid nehmen. Zweiter Wahlkampf. Sie haben den ersten Wahlkampf eben zum Beispiel ohne Plakat gemacht. Wie wird der ausgesehen von Ihnen? Wir werden Plakat aufhängen. Viel diskutiert worden ist gestern auch bei der SP und der ÖBS. Auch da ist der endgültige Entscheid, wie mit den Kandidaturen verfahren wird, aber noch nicht gefallen. Die SP wird sich heute Abend zu einem außerordentlichen Parteitag treffen und dann definitiv bekannt geben, wie es weitergeht. Erste Anzeichen, in welche Richtung es gehen soll, sind an den Wahlfeiern der ÖBS und der SP gestern aber schon zu spüren. Obwohl der definitive Entscheid noch nicht steht, an der SP-Wahlfeier gestern war man in Siegerstimmung. Der SP-Kandidat Matthias Freivogel will noch mal antreten. Also bei mir gibt es keine Diskussion über das Thema. Ich habe gesagt, ich sei parat und werde noch mal antreten. Ich glaube, das mit gutem Recht sagen, denn ich habe 400 Stimmen mehr. Das ist außerhalb eines Zufalls mehr. Also, wenn es darum geht, dass sich Mitte links auf einen Kandidat einigen, damit man eine größere Stimmkraft hat, dann liegt es am Herbert Bühl, sich zurückzuziehen. Damit im zweiten Wahlgang ein Linkskandidat eine Chance hat, müssen sich die SP und die ÖBS auf einen Kandidat einigen. Das heisst, einer muss nachgehen. Bei der ÖBS-Wahlfeier war man sich gestern noch nicht ganz schlüssig. Die Partei will noch mal über die Bücher, bevor man einen Entscheid fällt. Also, es sieht ja so aus, dass der SP-Kandidat und der ÖBS-Kandidat doch noch relativ nah beieinander sind. Und ich finde jetzt, also bevor wir da intern noch definitiv diskutiert haben, möchte ich dazu noch nichts sagen. Aber es ist eigentlich schon klar, also es zeichnet sich ab, es macht sicher keinen Sinn, dass zwei Kandidaten von der Mitte-linken Seite noch mal wieder antreten. Der definitive Entscheid auf Mitte-Links-Seite wird bis morgen erwartet. Heute Abend trifft sich die SP zu einem Sonderparteitag. Die ÖBS will noch bis morgen abwarten.